Ja, auch einen guten Abend. Quest vergeben. Diese Quest, sie war gestern noch nicht da. Das stimmt. Sie wirkt gefährlich. Das ist sie auch. Und mysteriös. Meinst du ihn auch das? Wie ich. Du könntest etwas weniger mysteriös sein, indem du mir deinen Namen verrätst. Xavier. Und hat der Wind dich hier hineingetragen? Nein, meine Füße. Ich will diese Quest. Na dann, sie gehört dir. Nicht nur wörtlich, körperlich, emotional. Emotional? Ich möchte diese Quest annehmen. Mit dem Schloss und dem Umhang. Also. Ja. Okay. Also, bisher hat sich noch niemand dorthin aufgemacht. Wenn sich also jemand dazu berufen fühlt, könnte diese Person jederzeit aufbrechen. Also, weißt du etwas von diesem Schloss? Ja. Etwas daran scheint mir verdächtig. Das stimmt. Eine Vampirin lebt dort. Ich habe Gerüchte gehört, halblaut und Schatten von einer seltsamen, unmenschlichen Frau, die dort residieren soll. So ein Zufall, ich auch. War sie jemals in dieser Taverne? Nein, jedenfalls nicht in letzter Zeit. Aber sie war hier. Einmal bei einem Singletanz der Vampire. Interessant. Es war sie nur nachts hier. Ja. Würdest du sagen, dass sie unnatürlich blass war? Nein, sie trug ziemlich viel Make-up. Aber darunter? Ich schätze, dass sie darunter ziemlich tot aussah. Ja. Was für ein Getränk hat sie bestellt? Blut. Interessant. Du servierst Blut? Natürlich. Wessen Blut? Wusstest du, dass Wölfe das Schloss meiden? Wirklich? Alle? Ja. Sie hat einige Werwolfsfallen aufgestellt. Aber normale Tiere scheinen die Markburg zu meiden. Die Türen der Burg sind verschlossen, sodass nichts hinein oder heraus kann. Und wer es dennoch versucht, so sagt man, wird Teil ihrer Ländereien. Ein Grab, ein Haufen dekorativer Knochen, Kompass, an dem verrottende Blume gedeihen. Der Tod soll über ihren Ländereien liegen, wie eine ewige Melodie. Das klingt nach einem seltsamen Ort. Wie ein Grabmal für etwas, das noch nicht einmal tot ist. Oder einen Kopf. Ein Kopf oder Vampir. Sie scheint eine Diebe zu sein. Scheint so. Sag nicht, dir ist das sympathisch. Diebstahl ist eine ehrenwerte Fähigkeit, doch muss es im Geheimen geschehen. So
sonst ist man das, was man dabei erbeutet, nicht wert. Und außerdem ist es einfach nur unhöflich, einen Umhang zu stehlen. Schätze, das stimmt. Eigentlich ist es nun noch schlimmer, jemandes Hut zu stehlen. Nicht, wenn der Hut verflucht ist. Gerade dann, worauf ich hinaus will, wenn du dein Diebesgut nicht verteidigen kannst, musst du mit den Konsequenzen leben. Und lass mich raten, diese Konsequenzen bist du? Genau. Du scheinst definitiv zu wissen, was du tust. Natürlich tue ich das. Ich bin eins mit dem Schatten und dem Wind. Wenn sie bemerken, dass ich da war, ist es bereits zu spät. Also könntest du mit Leichtigkeit noch etwas zusätzlich zu dem Umhang mitgehen lassen, ja? Selbstverständlich. Gold, Edelsteine, Schätze, alles was wertvoll ist. Wie steht es mit ihnen in Richtung? Wie zum Beispiel? Etwas, um meine Taverne etwas zu verschönern, vielleicht? Vielleicht etwas Nützliches, das zusätzlich noch dekorativen Charakter hat? Du meinst ein Stuhl oder so etwas? Ein ganzer Stuhl ist vielleicht etwas viel für den Anfang. Irgendwas Kleineres, ein kleines Schmuckstück. Meine Wände könnten etwas mehr Farbe vertragen. Moment, du meinst das ernst? Natürlich. Ein Souvenir aus der Habe einer exzentrischen Vampirin klingt wie die perfekte Erweiterung für meine Kneipe. Ich werde sehen, was ich tun kann. Du wirst nicht enttäuscht werden. Sehr gut. Ich bin sicher, du wirst gute Ergebnisse liefern. Und den Umhang natürlich. Von der Inneneinrichtung ganz zu schweigen. Das wird eine Menge Briefmarken erfordern. Brauchst du welche? Nein. Die kann man zu leicht rückverfolgen. Wie wäre es dann mit einem Drink? Den Drink könnte ich vertragen. Ich habe gehört, dass deine Drinks fürchterliche Kräfte besitzen. Dass sie ungeahnte Kräfte freisetzen können, wie die Fähigkeit, den eigenen Schatten zu kontrollieren. Aber sag mir, was ist dein Preis für diese Macht? Geheimnisse. Geheimnisse. Davon habe ich viele, zu viele. Dann lass mich doch an einem davon teilhaben. Gewiss. Das wird dich schockieren. Aber ich war bereits einmal hier. Gestern. Doch eins mit den Schatten, wie ich war, hast du mich vermutlich nicht einmal bemerkt. Ich habe dich stundenlang aus den Schatten heraus beobachtet. Das überrascht mich jetzt. Du hast eine Menge Gläser gereinigt und jeden mit einem Lächeln bedient. Doch dein Gesicht war von Sorge gezeichnet, als diese liebreizende grüne Person ihres Weges ging. Als hättest du sie direkt in den Tod geschickt. Und du bist geschickt mit den Händen, schnell mit deinem Messer. Gut, genug Geheimnisse. Du hast dir einen meiner berühmten Drinks verdient. Und eine meiner berühmten Infusionen. Wie der Zufall es so will, habe ich heute erst eine neue Lieferung bekommen, frisch ausgepackt. Infusionen?
Es klingt verlockend. Welche düstere Magie kannst du mir anbieten? Person, Fremdschalter, Eis, Kiefernzapfen, Feenkristall und Phönix-Genie. Bei dem, was du vorhast, würdest du entweder von einigen Feenkristallen oder Eiskiefernzapfen profitieren. Eiskiefernzapfen wachsen in ungeheuer kalten Regionen und haben etwas von diesem Frost in sich aufgenommen. Ich verwechsel euch ein bisschen die Stimmen. Sie können eine magische Eisbarriere erschaffen, die jene verletzt, die dich angreifen wollen. Feenkristalle stammen direkt aus Avalon, so sagt man jedenfalls. Eingenommen bewirkt sie Unsichtbarkeit nach einer Weile und für eine Weile. Die Dauer ist etwas unvorhersehbar. Ich habe auch einige Phönix-Schnees, aber ich glaube nicht, dass sie besonders nützlich für dich wären. Interessant. Also, in welchen Abgrund deiner selbst wünschst du zu blicken? Ich fürchte, Lady Evelyn wird ein untote Kreatur sein. Also benötige ich die Stärke, einen Pflock durch ihr Herz zu treiben, ehe sie ihre Zähne in mein Hals jagt. Obwohl sich das verlockend wird. Stärke kann ich dir geben. Und die Eisbarriere könnte dich vor ihren Fängen schützen. Andererseits, ihren Angriffen auszuweichen ist vielleicht noch besser. Sich an ihr vorbeizuschleichen und den Umhang direkt unter ihrer toten, blassen Nase zu stehlen, sie auf ewig mit der Schmach leben zu lassen, von mir besiegt worden zu sein. Doch dafür bräuchte ich eine Menge Geschick. Und Unsichtbarkeit würde mir dabei helfen, ungesehen zu bleiben. Sollte meine Geschwindigkeit und mein Schick nicht ausreichen. Deine Weisheit wird weiterhin gerühmt. Was würdest du mir raten? Jetzt, wo ich die Infusionen einsetzen kann, muss ich darauf achten, wie sie mit den anderen Zutaten interagieren. Sie können einen Drink so beeinflussen, dass ich andere Zutaten als gewöhnlich nutzen muss. Ich sollte die Form des Untersetzers im Auge behalten, um sicherzustellen, dass ich das richtige Rezept mische. Am besten ist es wohl, wenn ich zuerst eine Infusion hinzufüge und das Rezept davon ausgehend anpasse. Probieren wir es einmal aus. Okay. Infusion, Eis oder... Das fehlt ihm. Ich gebe ihm einen Staff. Checktrank. Okay, und jetzt haben wir hier ein Plus, hier ein Plus und hier ein Minus. Also wir müssen mit den Zutaten irgendwie mixen. Okay. Da braucht er wahrscheinlich den Drink. So, da das hier schon ein Plus hat, so gar nicht mehr so viel reinmixen. Bloß nur zwei von denen. Und das ist schon auf die Musse und hier brauchen wir zum Glück nichts. Noch eins. Schneller Schluck. Das ist aber jetzt ein relativ leerer Becher. Ich hoffe, das reicht für ein ganzes Glas. Dann nur streicheln.
Füge einen Fusion zu einem Tank hinzu. Achievement. Bitte sehr. Ein Trink, den Vampire fürchten werden. Knoblauch atmen? Nicht ganz. Aber der Name gefällt mir. Darf ich ihn dir klauen? Man fragt dich um Erlaubnis, bevor man etwas stiehlt. Dann ist es kein cleverer Trick mehr, sondern bloß ein einfacher Handel. Verstehe. Hast du von meinem neuen Drink gehört? Ich nenne ihn Knoblauchatem. Ha! Sehr witzig. Es schmeckt nicht nach Knoblauch, aber genauso furchtbar für Vampire. Die macht Knoblauch also keine Angst? Nein, nur in Abwesenheit. Damit sind wir schon zu zweit. Hoffentlich hilft mir dieser Drink, ihrem Blick zu entgehen. Auf einen Kampf mit ihr bin ich nicht vorbereitet. Doch das muss ich auch nicht, wenn ich schnell und leise wie der Wind bin. Und wenn sie mich nicht kommen sieht, lebe wohl. Jemand anderes würde wohl sagen, dass du für mich beten mögest, sodass die Sonne meine Schritte lenkt, denke. Doch meine Hoffnung liegt nicht bei den Hütern der Welt, und ich will verdammt sein, wenn sie mein Schicksal bestimmen. Erwarte mein Kommen mit der nächsten Abenddämmerung. Und falls nicht, räche mich. Alles, was Rache mit sich bringt, ist ein frühes Grab. Oder eine gute Geschichte. Liebe Wohnung. Charakterinformation freigeschaltet, Sephir. Okay, wir müssen mal hier. Oder ein schmerzvolles Ende. Ich muss mal kurz hier. Das ist die Karte. Oha. Neue Informationen auf der Karte. Und hier die Infosion, die wir freigeschaltet haben. Eistanz der Vampire. Sollten wir uns das hier mal langsam anschauen? Fable Verifina 11, 110 Jahre alt, Pronomen Xirxem, Klasse Weitläufer, Herkunft Aschenheim, Neutralgut, der Gehängte, sehr gerne, okay. Fable Verifina ist ein Weltläufer und kümmert sich um den Aschenheim. Xir ist eine liebevolle und sanfte Persönlichkeit und ein Stammgast. Fable träumt außerdem davon, ein Abenteurer zu sein, aber hat mit Angst vor so ziemlich anderen zu kämpfen. Und Xir Nussallergie ist sicher auch nicht hilfreich. Nochmal Lin. Mutakin, Zerlin Pietuniak, Alter 36, Pronomen sie ihr, Klasse Bestientöterin, Herkunft RW, Gesinnung chaotisch gut, Arcana der Triumphwagen. Lin ist eine starke und furchtlose Jägerin. Sie schätzt starke Drinks, große Waffen und noch größere Muskeln. Für Smalltalk und Werwölfe hat sie dagegen wenig übrig. Sie wird auch nicht gerne für eingehalten. Alphonse Louise Frédéric de Kitt Dussin. Freak Vampir, Alter, Fragezeichen, Blumen, R.I., das Vampir, Herkunft,
Adidu, wo genau? Wir sind chaotisch neutral, aber keiner der Narr. Ein exzentrischer Besucher, der überall seinen verlorenen Mantel sucht. Er hat auch so manch anderen Sachen nicht mehr parat. Zum Beispiel viele Änderungen oder Tassen im Schrank. Waren lange Zeit mit Lady Evelyn verheiratet. Vampiren, die in der Marburg sind, jetzt ein Hobby ist Sonnenbaden. Rhea oder Rhea Frostblut. Volk Zwerg, Alter 175, Pronomen sie ihr. Klasse Schmieden, Herkunft Uruk. Wir sind rechtschaff und neutral. Arkana die Welt. Rhea ist eine Zwergin mit feuerroten Haaren und einem etwas groben Temperament. Sie hat wenig für belangloses NPC-Gelaber übrig, was auch immer das sein soll. Und hat beim Goldgraben ein wenig einen vergesslichen Vampir ausgegabelt. Leider ihrer Aussage nach sind sie nun unzertrennlich. C4. Volk Luftecho. Alter 25. Pronomen er Xiam. Klasse Schurke. Herkunft Themis. Wir sind chaotisch gut. Arkana der Mond. C4 ist ein schwieriger Kunde, um es vorsichtig zu formulieren. Xiam ist so gefangen in Xira Identität als edgy Schurke, dass Xiam meistens in irgendeiner Ecke sitzt und grübelt. Er mag alles, was dunkel und mysteriös ist, oder zumindest den Anschein hat, es zu sein. Dann kommen wir mal zu dir denn. Quest vergeben. Ich nehme die Queste und ein Trink. Wunderbar. Hast du gut geschlafen? Was? Schlaf? Gut. Ah, gut. Zu lang. Hab selten zu lange geschlafen. Klingt, als wäre das dringend nötig gewesen. Nein, deine Betten sind zu bequem. Könnte kaum aufstehen. Natürlich, tut mir leid. Dein Feedback wurde zur Kenntnis genommen. Darf ich dir als Entschuldigung ein Drink anbieten? Habe ich doch schon gesagt. Mach mir was Starkes, das mich wach macht und wach hält. Das ist etwas Starkes. Ich glaube, den Drink kann ich bald auswendig. Infusion dazu geben sollte man nicht. So, hier. Tropenpunch. Der Standardstrink von ihr. Etwas Starkes kommt sofort. Das ist stark, genau die richtige Menge zu viel. Vielleicht sollte ich diesen Drink den Zerlin nennen. Nein, sollst du nicht. Jedenfalls, die Queste. Ja, die Queste. Ich nehme sie. Das sagtest du. Ich sehe schon. Jetzt liegt es an mir, das Gespräch am Laufen zu halten. Ich vermisse Fable. Ist es dafür nicht ein bisschen früh? Du bist gerade erst zurückgekehrt. Es hat gerade. Okay. Seit Stunden mache ich nichts außer schlafen, quatschen und trinken. Ich werde langsam hibbelig. Wenn ich zu lange still sitze, spüre ich, wie meine Knochen sich auflösen und ich vergesse, wer ich bin. Das nennt man Langeweile, glaube ich.
Das ist Folter. Das auch. Aber langweilig ist diese Quest nicht. Das kann ich garantieren. Wenn ich Chemie bestehen, um Sonnencreme für einen Vampir zu erschaffen, mir fällt wenig ein, was waghalsiger wäre. Äfchen mitzunehmen wäre noch waghalsiger. Das stimmt wohl. Bitte nicht. Werde ich nicht. Also, der Speichel ist für einen Vampir als Sonnencreme, genau. Kann der sich diesen Chimären trotz nicht selber beschaffen? Es ist eine Viva-Chimäre. Vampire und Feuer sind keine gute Mischung. Und wenn alle ihre eigenen Questen erledigen würden, wäre die Questökonomie im Eimer. Schätze, das wäre schlecht fürs Geschäft, hm? Exakt. Macht es dir etwas aus, dass diese Quest für einen Vampir ist? Nein. Und nervös macht es dich auch nicht? Nein. Du erwähntest, dass du eine Vorliebe für Fangzähne. Erwähnte ich auch, dass ich ein Schwert habe, das dreimal so groß ist wie dein Schädel. Ich bin sicher, ein Vampir würde das beeindrucken. Bist du schon einmal einer Chimäre begegnet? Nein. Zumindest keiner echten. Aber wenn ich so darüber nachdenke, ist es nicht blasphemie, einem göttlichen Wächter zu bestehlen? Das kommt darauf an. Bist du religiös? Würde ich nicht sagen. Dann nicht. Wär's das, wenn ich's wäre? Schätze nicht. Chimären stellen alle möglichen Reichtümer. Und die Hüter haben sie erschaffen, um die Reiche zu schützen. Also wäre etwas zu stehlen, um etwas anderes zu schützen, von den Doktrinen gedeckt. Gut, dass du kein Priester bist. Du wärst echt miserabel. Danke. Und Blasphemie ist das, worüber du dir am meisten Sorgen machst? Ich mache mir keine Sorgen. Verstehe, du bist nervös. Das auch nicht. Was ist es dann? Aufregung, schätze ich mal. Aufregung? Lach nicht. Ich lache nicht, ich frage nur nach. Ja, Aufregung. Ich bin noch nie zuvor einem Wächter begegnet. Und eigentlich wollte ich das immer schon mal. Und warum hast du es bisher nicht getan? Ist nicht gerade einfach, einer zu begegnen oder es zu überleben, wenn man es tut. Dann klingt das doch nach der perfekten Gelegenheit für dich. Das ist das auch. Was reizt dich so an den Wächtern? Weniger die Wächter an sich, eher das, was sie erschaffen hat. Und die Chimäre auch ein wenig. Sie hat einen Drachenkopf, nicht? Ja, ihrem Erschaffer nachempfunden, schätze ich mal. Dann lass es mich so fragen. Was reizt dich so an Drachen und Chimären mit Drachenköpfen? Sie sind cool. Ah. Und als ich klein war, hatte mein Baba mir jeden Abend Geschichten von den Drachen erzählt. Sie war eine große Abenteurerin und hat auf ihren Reisen vieles gesehen, was die Drachen erschaffen haben. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber sie hat immer behauptet, sie hätte jeden Güter der Welten persönlich getroffen. Hat sie Souvenirs von ihm und all das. Mein Schwert ist eines davon, hat sie mir gegeben, bevor sie gestorben ist.
Sie ist einfach gegangen. Von einem Tag auf den nächsten war sie weg. Wird ihr letzten Momente woanders verbringen, schätze ich. Ich mal mir gerne aus, dass die Drachen ein letztes Mal besucht hat. Lichtfreischütte liegt der Wächter. Apron scheint bei dir in der Familie zu liegen. Wenigstens hat sie unser Spaß in Ruhe gelassen. Diese Schwert und ihre Geschichten sind alles, was von mir geblieben ist. Diese Quest. Sie fühlt sich an, als würde ich in eine ihrer Erinnerungen eintreten. Hat sie dir jemals von einer Wiefern-Chimäre erzählt? Nein, das war die einzige, mit der sie nie begegnet ist. Hat sie mit Katzen, Chimären und mit dem ganzen Schuppenspektrum angelegt? Sogar mit einer Kuh-Chimäre, glaube ich. Aber niemals mit einem Wiefern. Es wäre schön gewesen, ihr davon erzählen zu können, wenn ich zurückkomme. Falls ich zurückkomme. Das wirst du bestimmt. Und du kannst mir deine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich eine gute Baba abgebe, aber ich mag gute Geschichten. Ich denke darüber nach. Aber ich rede ja jetzt schon zu viel. Das zählt für dich schon als zu viel? Also, du magst Drachen, hm? Ich meine, an du. Das tue ich. Wir sind faszinierende Kreaturen, ungeheuer interessant, ungeheuer magisch. Das sind sie, faszinierend und magisch. Als Kind habe ich so getan, als wäre ich einer. Wollte ihre Magie und ihre Flügel. Um ihre Magie kannst du sie bitten. Wie es mit den Flügeln aussieht, keine Ahnung. Ich bin auch nicht gerade eine Priesterin. Ich bin Kriegerin. Die ganze Magie kann mir gestohlen bleiben. Und warum nicht? Ich mag mein Schwert und meine Muskeln sind eine gute Kombo. Und so muss ich mich auf niemanden verlassen, nicht mal auf Drachen. Ein wenig Hilfe hat noch nie jemandem geschadet. Ein wenig Eigenständigkeit auch nicht. Wenn du das sagst, heißt das, du willst kein Drink für die Reise bin? Das habe ich nicht gesagt. Und das zählt nicht als Hilfe? Verstehe. Zählt als Vorauszahlung dafür, dass ich deine Quest annehme. Klar. Es freut mich, dich sicher zu hören, dass ich einige Infusionen bekommen habe, die dir bei der Quest helfen könnte. Nein, danke. Zu kompliziert. Lassen wir es bei einem Einfachen. Na gut, wonach steht der Sinn? Ein kleiner Schub für mich wäre gut, denke ich. Hab gehört, das Biest ist flink und bis ich am besten bin ich wohl zu zäh für seine Kauwerkzeuge. Etwas Verteidigung wäre praktischer. Oder was für so. Baba hat viel davon gesprochen, dass Chimären Knobeleien mögen. Vielleicht kann ich sie mit einer guten Idee überlisten. Aber dafür bräuchte ich Intelligenzschub. Möchte mein Leben ungern einer schlechten Idee anvertrauen. Bist du sicher, dass du keine Infusion möchtest? Nur ein kleines Felix-Chili würde dich resistenter gegen Feuer machen. Das wäre im Kampf sehr sicher nützlich. Drache noch eins, du bist stur. Na gut, meinetwegen. Und wo wir gerade bei schlauen Ideen sind? Nein, einer reicht. Entweder machst du mir was für meine Verteidigung mit diesen komischen Chilis oder du haust richtig bei Intelligenz rein. Keine komischen Spielchen. Such dir was aus, mir egal. Das ist dein Job. Leg los.
Okay. Das ist interessant. Die Verteidigung, was ist denn das gegen Feuer oder die schon das Ganze zu umgehen, ein bisschen zu umschlängeln? Den Gehirndring haben wir hier, den haben wir hier. Ich meine, könnten wir mal mixen. Warum nicht? Haben wir noch nicht getan. Dann will ich den hier, mache ich mir ein bisschen leichter. Mix keine Dinge dazu. Muss nicht so viel ausgleichen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen hiervon. Ein Violett gehen wir drin. Wow, so funkelnd nicht warm an. Ja, wir haben wohl allerdings dies bisher gehabt gemacht, oder? Können die Streiche nicht vergessen. Das sieht gut aus. Danke. Hoffe, du hast ordentlich Tricks reingepackt. Fühlt sich komisch an, als würde mein Gehirn kitzeln. Tut mir leid, geht zurück gibt's nicht. Wie dringend ist diese Sonnencremesache? Ziemlich dringend. Die Sonne legt keine Pause ein. Nicht mal für Vampire. Klingt, als sollte ein wenig Sonnenbaden. Das könnte sein Problem lösen. Könnte klappen. Aber wo ist der Spaß an einfachen Lösungen? Stimmt wohl. Mal sehen, was ich tun kann. Vielleicht gibt es Mäuse in dieser Mangrove. Viel Glück. Ich brauche kein Glück. Ich warte mit Spannung auf die Geschichten deiner Heldentaten. Einmal anfuttern. Einmal fegen. Da werden wir sauber machen. Und gute Nacht.